vorne irgendwo ein Bagger. Irgendein 924 von der Liebherr vom Liebherr Mietpark stehen. Wobei ich erst mal gucken muss, ich bin ja gestern hier vorbeigefahren. Ich meine, der hätte nicht mehr gestanden. Jetzt erst mal gucken, ob der noch da ist. Und wie ich das Teil lade. Doch, da oben steht er noch. Okay. Da oben steht er noch. Später rückwärts raus, ne? Egal. Zeigen wir hin. Wo parke ich mich? Ich hänge hier ab am besten. Stell mich hier drauf, ne? Reinbringen. Aber ich glaube eher nicht. Gucken, ob das so schön geht wie bei unseren. Richtung. Das habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Achtung, gleich piepst. Gucken, ob der stehen bleibt. Jo. Komm.
für das Piepsen. Hoffentlich hält der Löffel, aber ich glaub's eher nicht. Ja, es wird nicht gehen. Breitere Ketten. Besen runter tun.
Besen brauche ich sowieso. Schwede, ey. Was war denn das eben? Vor lauter Kucke wegen der Bäume, ne? Vor lauter Kucke wegen der Bäume hier. Gucken, wie gesagt, der hat breite Raketen. Ja, ich denke, so Innenkante Gummis ist, glaube ich, ein gutes Maß. Ja, komm. Ja, so in etwa wird's hinhauen. Hinten dran. Die Nummer fest. Dann geht's weiter. Natürlich hat es beim Kette dran machen angefangen zu regnen ohne Ende. Weiß nicht, ob ich hier vorne drüber fahren soll. Ich riskiere es lieber nicht. Jetzt hier wieder rückwärts. Sollte normal reichen, sollte so viel Platz sein, dass ich mit dem ganzen Zug hier neben der Straße stehen kann. So, ich habe gerade was getrunken. Da muss ich halt warten, bis hier irgendwas frei ist und dann dass ich rausziehen kann. Das überhaupt reicht. Die Kante dann hier dran ist sehr hoch. Ne? Hier reinfahren. Könnte ich eigentlich auch machen. Ne? Könnte ich eigentlich auch machen. Das ist schon der Weg. Der Spanngurt wieder loswerden hier.
als wir jetzt doch gehen. Habe ich da hinten irgendwas weggeräumt? Nein. Okay, alles gut. Halb zehn. Bin ja wieder im Felsberger Hof. Jetzt lade ich hier den kleinen Brecher. Gucken. Dann muss ich hier rausfahren auf die Straße. Da vorne liegen ja noch Reifen. Mal gucken, dass ich den hier irgendwie auf den Tieflader bringe. Ich werde noch ein Stück vorfahren. Dann mal abhängen, mal gucken, wie es läuft. In unseren 18 Tonner. Musste nach Sembach fahren, musste einen Löffel holen.
hierher auf den Hof. Jetzt sitze ich wieder in meinem Fahrzeug. Jetzt darf ich um 14:43 Uhr fahre ich jetzt nochmal hoch nach Wiesbaden. Setze da wieder Maschinen um und bringe eine Walze mit. Die soll nach Kirchheim-Bohr landen. Macht eigentlich keinen Sinn, dass ich die mit nach Hause bringe. Ne? Ich fahre Kirchheim-Bohlanden vorbei. Die kann ich eigentlich direkt runterschmeißen. Eigentlich. Ja, ich warte mal ab, wie spät es wird. Das ist noch mein Restplan von heute. Als würde mein Tieflader gar nicht mehr mitbremsen irgendwie. Da unten steht alles. Sayo, die Jungs haben all Feierabend gemacht. Das wäre natürlich der Hammer. Bus hier steht hier. Nein, 2, okay, alles gut. Ego-Roll rein, alles gut. Also da üben, vielleicht kann ich mal die mitnehmen. Ich denke wieder alles voll. Die Raube da hinten, sondern die Raube da vorne.
zu fahren mit der Rippe, dann soll ich kurz warten. Dann bringe ich die Raube wieder mit rüber, lade die Raube wieder ab und lade dann diese Walze hier. Ich hoffe, der Akku hält noch, zeigt immer noch grün an. So, Planierraube geladen, die 736. Gucken, ob ich hier rauskomme. Au! Gucken, ob ich hier rauskomme. Da gib mir doch einen kleineren Gang. Ich verstehe das nicht. Was? Fahrprogramm Heavy, ja, dass du quasi geladen hast, ja, gibt mir der fünfte Gang zum Anfahren. Muss man nicht verstehen. So vieles nicht verstehen. Furchtbar. 35 verschiedene Höhen. So. 17 Uhr haben wir es mittlerweile. Ich bin hier gerade im Kibo. Abgeladen. Jetzt fahre ich rüber nach Frankfurt.
wo ich den weißen A29 abgeladen habe an dem Fußballstadion vom MSV, wo ich meinen Anschiss kassiert habe, weil ich da auf dem Privatparkplatz stehe. Den Bagger hole ich jetzt und fahre den dann rüber nach Dörth zum Hauptsitz von dieser Firma. Weil ich ziemlich den Rest vom Tag zu tun habe. Wir haben 9 Uhr, also hier runter zu uns von Kirchheim-Wohlanden hierher. Heute ist absolute Chaos. Bestimmt 35 Kilometer Stau, nicht am Stück, aber immer wieder mal. So, letztes Mal bin ich ja hier rausgefahren und bin dann runter an das Fußballstadion gefahren. Hatte ich ja den Abpfiff bekommen, von wegen Privatgrundstück und, keine Ahnung. Und ich hätte können einfach hier auf der 661 bleiben und in der Baustelle dann rausfahren. Das mache ich jetzt. Gucke ich, ob das wirklich geht. Die Baustelle muss ja dann gleich hier vorne kommen. Gleich sehen. Mit über 2 Stunden gebraucht hierher. Normal Stunde bisschen was. Oder bist du eigentlich hier oben von Kirchheim-Wohlanden aus? So, hier links ist das Fußballstadion. Wo die Lichtmasten stehen. Jetzt müsste ich eigentlich raus können. Genau. Mal einfach. Dann hier Baustelle frei. Das war knapp. Ah, da unten ist immer noch so eine riesige Wasserpfütze. Ne? Also ich sehe den Bagger hier nicht stehen. Jetzt wirklich da runterfahren. Ich werde es wohl müssen. Eigentlich habe ich gehofft, ich könnte hier oben laden. Ist hier heute überhaupt irgendjemand da? Sieht so ruhig aus. Hier stehen mal Fahrzeuge. Sagen, Bagger steht nicht hier. Jetzt steht der Bagger auf der anderen Seite, da wo ich zuerst rein bin.